Hallo und herzlich willkommen zum nächsten, Let's Play oder der nächsten Let's Play-Reihe. Sam und Max, nicht mehr Hit the Road. Obwohl das hier so aussieht, als wenn. Nein, die von Telltale. Die haben sich doch die Rechte gekauft, auch an Sam und Max. Und haben dann zusammen mit dem guten Steve Purcell noch ein paar extra Episoden hinten rangehangen und dachten sich, ha, das können wir doch schön zerkloppen und noch mehr Geld machen. Und das taten sie dann auch. Sie haben noch mehr Geld gemacht. Und ich habe es jetzt gestern durchgespielt. Es ist tatsächlich relativ kurz. Blöd, aber naja. Jetzt starten wir ein neues Spiel. Telltale und GameTap presents. Das lese ich jetzt nicht vor. Culture Shock. Jetzt halt endlich still, Zappel-Philipp. Wann kriegen wir endlich einen neuen Fall? Bestimmt lechzen die Ganoven schon nach unserer Verbrechensbekämpfung mit ihrer persönlich esoterischen Note. Für Geduld braucht man ganz schön Geduld, Kleiner. Okay, nicht schreien diesmal. Ah, ich geh ran, ich geh ran! Hallo? Legt Schweizer Käse vor das Rattenloch oder ihr seht euer blödes Telefon nicht lebend wieder. Ach, du menschenmachendes Meerschwein, irgendein miesiger, madiger Mistkerl hat unser Telefon geklaut. Gruselig, ich hab gerade Käse gekauft, woher wissen die das? Das ist auch ja Schweizer Käse, ist klar. Und ein bisschen plötzlich. Normalerweise gehe ich nie auf Erpressungen ein, aber ich muss sagen, die Frechheit von dem kleinen Ganoven reizt mich fast schon wieder. Wo ist der Käse, Max? Mann, keine Ahnung mehr. Du weißt doch, ich habe ein Gedächtnis wie ein halbes Pfund Stockfisch. In der Tat, leider. Na, er muss hier irgendwo in diesem Raum sein. Ja! Und damit werden wir genau reingeworfen in das Geschehen. Die Steuerung, auch wenn das jetzt nach einem 3D-Adventure aussieht, ist tatsächlich nur mit der Maus. Mehr nicht. Man kann natürlich alles anklicken. Erinnerst du dich an unsere Reise zum Mond, Max? Geschmeidige Sache, wie Hüttenkäse durch ein Sieb. Du verblüffst mich immer wieder, Kleiner. Ja, und leider kann man die Textgeschwindigkeit hier nicht irgendwie langsamer machen oder ich bin zu blöd, um es rauszufinden. Auf jeden Fall werden dadurch gerne mal die Dialoge abgehackt, was etwas blöd ist. Boxhandschuh. K.O. in der ersten Runde. Mach das nicht noch. Ich glaube, Hubert könnte etwas Wasser vertragen, Max. Ich richte ihn gerade ab, sich selber zu... Keiner spricht uns mehr auf den Anrufbeantworter. Eines Tages spielen wir das Spiel zu Ende. Hab's immer noch nicht geschafft, der Polizei die beschlagnahmten Darts wieder raus. Ja, wahrscheinlich auch besser so. Nichts drin. Hallöchen, wie ist denn das Wetter da drin? Whee! Donuts vom letzten Monat. Finger weg, die brauche ich für ein wissenschaftliches Experiment. Na klar, Kleiner. Schlägt euch das Leben auf die Verdauung? Verursacht euch die Realität Verstopfung? Dann braucht ihr Emetik, das Handbuch für vielfarbige Freude. Trennt euch von allen Sorgen und teilt euren Segen. Hey, das ist doch dieses Farbspektrum-Buch. Selbsthilfe für hoffnungslos Selbstsüchtige. Perfekt, ich nehme zwei. Ich schau mal, ob ich einen Sender reinkriege. Mach sie wieder dran, Sam. Mach sie dran. So, jetzt. Den Videorekorder habe ich aus dem Supermarkt. Verstehe, Qualitätsware. Riecht aber immer noch etwas nach Spann. Kein Kommentar. Den Zahn abdrücken. Unglaublich, wie viel Platz die Stromrechnungen von 20 Jahren brauchen. Ah ja, an den Fall erinnere ich mich. Ganz üble Sache.
Die gute alte Luise. Ja, war Luise doch gleich... Die Bowlingkugel natürlich. Als ich das Ding gekauft habe, dachte ich, es sei sicher nicht... Ist es ja auch. Wohin denn sonst mit all den Zetteln, die... Juhu, ihr kleinen Gauner. Legt den Käse vor das Loch. Ja, natürlich, hier ist er. Aha. Ah, hier ist das Zeug. So, das ist aber kein normaler Käse. Also, das ist stinknormaler Käse. Unglücklicherweise ist das kein Schweizer Käse. Na und? Na, die Ratte hat ausdrücklich gesagt, sie will Schweizer Käse. Tja, aber wir wären ja nicht Sam und Max, wenn uns dann nicht irgendwas einfallen würde. Nimm das, verbrecherisches Milchprodukt. Sam, nicht! Der Käse war unschuldig. Unschuldig? Wohl kaum. Voilà. Schweizer Käse. Naja, wenn man nicht so genau hinschaut. Selber voilà. Ja. Jetzt können wir das hier damit verwenden. Also es ist alles nur die linke Maustaste. Er macht den Rest automatisch. Grüße! Die Mitglieder der wohltätigen Bruderschaft der Schädlinge danken für die Spende. Die Mitglieder von Sam und Max hätten jetzt gern ihr Telefon zurück. Wenn's nichts ausmacht. Ich bedauere, euch mitteilen zu müssen, dass ich aufgrund der veränderten Sachlage nicht imstande bin, eurem Wunsch Folge zu leisten. Die Zusatzforderungen für die Rückgabe eures Telefons lauten... Besprechen wir es doch in aller Ruhe. Baden wir seinen schmierigen kleinen Kadaver aus und schauen, ob das Telefon da drin ist. Ich rede nicht. Jimmy Zweizahn ist doch keine Ratte. Ich meine, als... Also ich rede jedenfalls nicht. Ja, das ist jetzt hier, was Sam sagen kann. Dann kann man hier unten noch auf Max wechseln. Deine Bedingungen sind erfüllt. Da ist der Käse. Ein ehrenhafter Nager würde jetzt seinen Teil der Vereinbarung einhalten und unser Telefon... Wir Nager sind nicht gerade für unsere Ehrenhaftigkeit bekannt. Wir werden dir nicht viel tun, wenn du einfach das Telefon ausspuckst. Aber klar, vergiss es, Blödmann. Schau mal, ich will dir ja helfen, aber mein Partner ist ziemlich reizbar. Ich weiß nicht, ob ich ihn daran hindern kann, dir etwas relativ Gruseliges anzutun. Darf ich ihm jetzt wehtun, Sam? Ach, ich kann allein auf mich ab... Hilf mir, dir zu helfen, Jimmy. Was soll das denn jetzt heißen? Keine Ahnung, aber im Fernsehen klang's immer gut. Das ist cool. So, Max natürlich nur, ja. Ich leg dir gleich die Hände um den dürren, müllschluckenden Hals. Du glaubst wohl, du machst mir Angst? Du hast keine Ahnung, wo er vorher seine Hände... Oder wann ich sie zuletzt gewaschen habe. Wen kümmert's? Ich bin eine Ratte. Hey, Schlappohr, dein Partner macht mich krank. Rück das Telefon raus, oder ich lass dich meine bakterienverkrusteten Hand... Ach nee, hab schon Schlimmeres gelernt. Ach, was denn? Das willst du gar nicht wissen. Kann ich jetzt gehen? Ich frag mich gerade, ob du schon mal Glühbirne gekostet hast. Nö, aber gib her, mir knurrt der Amateure. Vielleicht sperre ich dich ein bisschen in unseren Akten... Und? In drei verschiedene Schubladen. Du langweilst mich. Hey, Schlappohr, dein Partner macht mich krank. Wir könnten dir ja ein bisschen Musik vorspielen. Katzenklo. Nur zu. Jimmy Zweizahn fürchtet keine Katzen. Kann ich jetzt gehen? Ich spalte ihm den Schädel und sehe nach, ob er ein Gewissen hat, okay? Oh, Grusel. Ich zitter wie Espenlaub. Amateure. Du sagtest da was von Kopfweh. Möchtest du ein Aspirin? Wo wir schon dabei sind, kann ich sonst noch irgendwas für dich tun? Hast du vielleicht Durst? Ach, das ist aber nett. Jetzt, wo du es erwähnst, ist mir eigentlich zu hoch hier. Ich hab's nicht so mit der Höhe. Macht mich etwas nervös. Ach, tatsächlich. Du hast also Höhenangst, ja? Wie wär's, wenn ich deinen fettigen Pelz zum Fenster... Ach, das traust du dich... Wartet! Ich warne dich. Ich bin berüchtigt für meine fusseligen weißen... Das stimmt. Solltest ihm mal zusehen, wenn er versucht, sich die Okay, schon gut. Hab Mitleid. Ich hatte mal Mitleid. Fühlte sich unangenehm pappig an, wie... Na, wie etwas, das aus großem... Ich geb auf! Nehmt euer Telefon und lasst mich gehen!
Ah, musste das sein. Hätte ich bloß nicht hingeguckt. Hallo? Ja? Ach, du dicker Brocken dampfender Bananenbrei. Sind schon unterwegs. Yeah! Au! Wo ist die Ratte? Hab ihn gehen lassen. Der war am Telefon. Das war der Commissioner, Max. Verstärkte Vorkommnisse verbrecherischen Verhaltens... Oh, Freude! Frischfleisch für uns Idiot. Freelan- Wir müssen sofort runter zum Laden an der Ecke. So, jetzt können wir da auch endlich mal das Büro verlassen. Hui. Ja, jedes Mal, wenn Max irgendwie Sam dicht auf die Bälle rückt oder im Weg steht, dann kickt er ihn weg. Man sagt, Graffiti sind die Poesie unserer Zeit. Na toll, ich stehe nicht auf Gedichte. Hui. Piercing, Tattoo, Psychotherapie. Willkommen! Sie sehen aus, als könnten Sie ein bisschen Therapie vertragen. Aber nicht von einem glubschäugigen Zirkusfreak wie... Hey, dich kenne ich doch. Oh, ich weiß. Du bist einer von den liebenswerten Knaben aus dieser 70er-Jahre-Fernsehshow über drei... Die Limo-Lauser, genau. Hi, Glubschi. Wir fanden deine Show ganz toll. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Mein Name ist Sybil Pandemic, lizenzierte Psychotherapeutin. Bist du sicher, dass du Sybil heißt? Nicht Glubschi? Absolut! Sybil Pandemic, lizenzierte Psychotherapeutin. Das bin ich! Der versucht uns übers Ohr zu hauen, Sam. Wo ist deine Wumme? Gewalt ist keine Lösung! Seit wann? Sam, wir haben es hier mit einem gefährlich wahnhaften Psychopathen zu... Offensichtlich. Sybil ist doch eigentlich ein Mädchenname, oder? War sicher schwer, damit aufzuwachsen. Was glauben Sie wohl, warum ich Psychotherapeutin geworden bin? Dürfen wir mal irgendein Ausweispapier sehen, Sybil? Meine Lizenz hängt doch da drüben an der Wand. Wie wär's mit irgendwas mit einem Bild drauf, du offensichtlicher Spinner, du? Ich kann gern eins draufmalen, wenn Sie das beruhigt. Sonderbarerweise glaube ich das nicht. Nee. Du hast einen Doppelgänger. Glubschi aus dieser alten Limo-Lause. Das höre ich oft, aber ich bin Sybil Pandemic, lizenzierte Psychotherapeutin. Ah. Wie wär's mit ein bisschen Psychoanalyse? Ja. Erzählen Sie mir, was Sie auf dem Herzen haben. In letzter Zeit bin ich nicht so fröhlich wie sonst. Na, dann sollten Sie Brady Cultures Eyebow Fitness Video ansehen. Das bringt wieder Schwung ins Leben und Ihre Augen zum Glänzen. Eyebow? Ja, Bow. Ei, meine triefenden, spiegeleiartigen Augen könnten wirklich ein Fitness... Sie werden's nicht bereuen! Wer ist denn Lady Culture, bitte? Brady! Brady Culture! Er ist der weitblickendste und erstaunlichste Mensch auf diesem Planeten. Weiter nichts. Was? Nicht John Penn? Nicht mehr. Da bin ich aber enttäuscht. Was ist dieses Eyeboot eigentlich? Eyebow! Es heißt Eyebow! Es ist ein besonderes Augenfitnesstraining. Macht man da Liegestützen mit den Augen oder so? So etwa. Schauen Sie sich einfach das Video... Hast du eins von diesen lächerlichen Videos da? Ich nicht mehr. Aber drüben in Boscos Laden ist sicher noch ein ganzer Haufen. Genug geredet. Irgendwas anderes ging mir durch den Kopf. Erzählen Sie mir, was Sie bedrückt. Jedes Mal, wenn ich fernsehe, will ich auf etwas schießen. Das ist ganz normal. Aber vielleicht probieren Sie mal Brady Cultures Eyebow Fitness Video aus. Das wirkt sehr beruhigend im Vergleich zu normalem Fernsehen. Klingt ja spannend. Oh ja, ist es auch. Irgendwas anderes ging mir durch den Kopf. Erzählen Sie mir, was Sie bedrückt. Ich habe Halluzinationen, glaube ich. Du siehst nämlich genauso aus wie das ehemalige Kindersternchen Glubschi aus einer... Sonderbar!
Vielleicht versuchen Sie es mal mit Brady Cultures Eyebow Fitness Video. Es fördert den Durchblick und könnte die Halluzinationen lindern. Allmählich sehe ich ein gewisses Muster in deiner Behandlungsweise. Naja, man richtet sich danach was. Entschuldigst du mich mal eben? Sicher! Eindrucksvolle Zeugnisse. Dankeschön. Ja, hier kann man sich ein bisschen umgucken. In so einem Ventilator hat Max mal fast einen Finger verloren. Ja, aber es war nicht mein... Der sieht bequem aus. Oh, ist er auch. Woher willst du das wissen? Du hast doch gar kein Tattoo. Hab ich nicht. Oh, das Tiki. Relikt aus vergangenen Tagen, als man jeden billigen Müll verkaufen konnte, ohne dafür eine erfolgreiche... Neidisch? Ein bisschen. Darf ich damit spielen? Das ist eine gute Übung für die Augen. Aber Brady Cultures Eyebrow Workout Video... Das ist sicher das unentspannendste Schild, das ich je gesehen habe. Was ist mit dem aus dem Barbierladen, wo drauf steht, kaum tödliche Verletzung? Gut, ich nehm's zurück. Ja. So, hier ist natürlich eine Schranktür. Die machen wir mal auf. Gott sei Dank. Ich sitze schon so lange in dem Schrank hier fest, dass ich angefangen habe, den Mottenkugeln Namen zu geben. Ich muss mich setzen. Oh mein Gott, er ist immer noch da? Rufen Sie die Polizei! Gestatten, Sam und Max. Freelance Police. Wollen wir uns nicht duzen? Sybil Pandemic, lizenzierte Psychotherapeutin, sehr erfreut. Verhaftet diesen Irren auf der Stelle! Ich dachte, Psychotherapeuten nehmen das Wort Irre nicht in den Mund. Wirklich? Steht das so im Handbuch? Das Psychotherapeutenhandbuch oder das Irrenhandbuch? Gibt es da einen Un... Ja. Ach, herrlich. Aber das ist mein Freund. Du bist befreundet mit diesem zu groß geratenen soziopathischen Kind? Oh, sorry. Ich dachte, du meinst dieses zu groß geratene... Soziopathische Kind. Wie lautet die Anklage? Körperverletzung, Entführung, Identitätsdiebstahl. Na, hört sich doch gut an. Die Musik in meinen Ohren. Fehlt allerdings noch... Er hat mich im Schrank eingesperrt und behauptet, er sei ich? Gute Güte, wieso? Naja, solche Fälle sind oft kompliziert und heikel. Es könnten unterdrückte Gefühle inadäquater Übertragung oder latenter, ungerechtfertigter, hypochondrischer Freudianismus im Spiel sein. Wie bitte? Er ist völlig durchgeknallt. Obwohl, bei Lichte betrachtet, ich glaube, er wurde hypnotisiert. Ach du klebriger Kaugummi auf dem Couchkissen einer Kuh, Hypnose. Ja, genau so ist es. Woher willst du das wissen? Er sieht so normal und natürlich aus. Ich bin lizenzierte Psychotherapeutin. Das geschulte Auge erkennt sowas. Dürfen wir uns dein Auge mal ausleihen? Wir bringen es auch bestimmt zurück. Können wir irgendetwas beisteuern? Sanfte Musik oder vielleicht ein bisschen invasive Chirurgie? Schockbehandlung! Schockbehandlung! Typischerweise kann ein hypnotischer Zustand revidiert werden, nachdem das Opfer für neue Eingaben empfänglich gemacht wurde. Sorry, ich spreche kein Psychotherapeutisch. Man muss sie bewusstlos schlagen, um die Hypnose zu unterbrechen. Bewusstlos schlagen? Das hört sich doch an... Ich demonstriere es an dem hier, wenn du ihn für mich umhaust. Sozusagen schon erledigt. Genau, das machen wir jetzt auch mal. Ich sehe alles. Wow, wo ist er denn hin? Hey, da ist er ja. Sie haben eine lizenzierte Psychotherapeutin angegriffen. Wie konnten Sie nur? Ach, war eigentlich ganz einfach. Ja, der ist natürlich ein bisschen zu schnell. Das geht leider nicht. Es wird spät. Hey Sam, wenn es immer später und später wird, wie kann es dann manchmal früh sein? Das ist eines der großen Mysterien, Klein. Ja, Max. Netter Kaktus. Jaguaro? Vinyl. Hey, wenn du den in Tinte tunkst, kannst du 30 Tattoos auf einmal... Wenn ich 30 Kunden gleichzeitig auftreiben könnte, wäre ich immer noch im Tattoo-Biss. Ah, Taxidermie. Die Toten sind die Kitschobjekte der Lebenden. Und umgekehrt. Du bist ein unerschöpflicher Quell von irgendwas, Max. Wie Obstkuchen. Musste mal wieder sein. Der gute alte Obstkuchen.
Verletzung des Postgeheimnisses ist ein Verbrechen und wird mit Geld und Gefängnisstrafen geahndet. Wie wir nach dem Zwischenfall mit dem Gartenschlauch erfahren mussten. Schön. Tja. Nein, 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 nicht wieder rein. Hier war früher mal Lefties Werkzeugverleih. Der gute alte Lefty wird mir fehlen. Den konntest du doch nicht ausstehen. Hast ihm sogar mal einen Dreier-Steckschlüssel ins Auge gebracht. Ja, eben. Schöne Zeiten waren. Man sagt, Graffiti sind die Poesie unserer Zeit. Na toll. Ich stehe nicht auf Gedichte. Eine Sprühdose. Hey, eine Dose Sprühfarbe. Und sogar noch was drin. Schau mal, da scheint es ein Rasenmäherrennen zu geben. Klasse, ich fahre gerne Rasenmäher. Die sind wie Golfmobil. Mit Zähnen dran. Schau mal, da scheint es ein Rasenmäherrennen zu geben. Klasse, ich fahre gerne Rasenmäher. Die sind wie Golfmobil. So. Ja, Max. Einbahnstraße. Einbahnstraße, Sackgasse. Welch passende Metaphern für die menschliche Existenz. Erinnere mich, dass ich dir neue Pillen besorge. Nö. Man sagt, Graffiti sind die Poesie unserer Zeit. Na toll, ich stehe nicht auf Gedichte. Guck mal, Sam. Noch einer von den Limolausern. Wow, kann das noch Zufall sein? Hey, du Limolusche. Oh, Mann, jetzt hab ich's versaut. Jetzt fange ich wieder von vorne an. Brilli, höchstpersönlich, wow. Ein echter Promi verschandelt unser Viertel. Tolle Sache. Junge, du warst ja wirklich irgendwann mal ein berühmter, seltsam unterentwickelter... Ich bin immer noch berühmt. Ach ja? So ungefähr 1 Million und einmal berühmter als Sie? Naja, am bekanntesten sind wir nach wie vor in der Zielgruppe der 18 bis 24. Ja? Hey, kriege ich ein Autogramm für meinen Kumpel? Ja, signier meinen Hintern. Schreib für mein Foto. Ich signier keine Hintern mehr. Die meisten Leute sind kitzlig und bewegen sich und versauen alles. Das riskiere ich. Sorry, kann jetzt nicht aufhören. Das muss perfekt werden. Für mein Furzelchen. Was hast du doch in der Show immer gesagt? Irgend sowas wie, du hast mich versaut, Mann, oder so. Mann, jetzt hab ich's versaut. Ihre Schuld. Vielen Dank auch. Ja, genau. Na, Brilli, und was treibt dich so um dieser Tage? Ja, ein neues Licht ist in mein Leben gekommen. Brady Culture. Er ist das Genie hinter dem Eyebow-Augen-Fitness-Training für optimalen Durchblick. Sie sollten sich unbedingt sein Video reinziehen. Eyebow klingt irgendwie nach Ei mit Kaffeepulver. Eyebow ist das wahrhaft visionäre Augentraining für optimalen Durchblick. Sehen Sie sich noch heute das Video... Wo bekommt man denn das Video? Das gibt's drüben in Boscos Laden. Holen Sie sich ab. Klingt faszinierend, aber jetzt genug davon. Man kann nie genug bekommen von Brady Cultures Eyebow. Warst du nicht in der Folge Ich bin ein Star, hau mir aufs Maul dabei? Ich brauchte das Geld. Ich war damals total auf Dreilochringbüchern und ich musste die Sucht irgendwie finanzieren. Die Oma aus Alt und im Weg hat dir das Licht ausgepustet. Die hat mich voll unfair mit dem Geber... Ah, das ist aber hübsch. Erzähl mir etwas über die trendige, moderne Straßenkunst, die du da betreibst. Was wollen Sie denn... Was hat dich zu dieser Motivwahl bewogen? Sieht aus wie ein Spiegelei. Das ist Brady Culture. Er ist das Genie hinter dem Eyebow-Augentraining für optimalen Durchblick. Sie sollten sich unbedingt sein Eyebow... Ich würde mir lieber ein Spiegelei... Klingt faszinierend, aber jetzt genug davon. Man kann nie genug bekommen von Brady Cultures Eyebow. Ist das Kunst oder Kommerz? Ich bin nicht... Besteht denn da ein Unterschied? Überlegenswertes...
Liebst du, um zu malen, oder malst du, um zu lieben? Ich weiß nicht, warum ich's tue. Ich muss einfach malen. Hast du Unterricht genommen, um das zu lernen? Es kam einfach eines Morgens über mich. Heute Morgen, um genau zu sein. Aha. Du weißt schon, dass Vandalismus illegal ist, ja? Außer wenn wir ihn begehen. Wir bestrafen jeden, der das außer uns tut. Wie könnte das Vandalismus sein? Alle lieben Brady Culture. Wir bestrafen jeden, der es außer uns tut. Ist das gewollt, dass die Farbe so über die Linien rausgeht? Was? Nein! Wo denn? Hab dich nur an deiner putzigen Nase rumgeführt, Freundchen. Warum tun sie das? Tja, wir müssen dann mal wieder... Aber als nächstes malst du mich, versprochen. Sorry, ich male nur Brady Culture. Erinnerst du dich an unser altes Auto, Max? Ich hab doch gesagt, es tut... So, den können wir natürlich auch kurieren, indem wir ihm einen reinhauen. Was, welche Überraschung nicht funktioniert. Koffeinrausch! Ach du schwappender Schweinetrog voll Rülpswasser, ist der schnell. Wie schafft er das bloß bei den kurzen Beinen? Wow! Mann, jetzt hab ich's versaut! Max, kennst du den Begriff liebevolle Strenge? Ich kenne nichts anderes von dir. Ich möchte lieber was anderes hauen. Da steht, sie haben ein Pferd mit 8 Beinen gezüchtet. Rennt das dann auch doppelt so schnell? Nein, aber es verliert doppelt so viele Hufe. Da steht, Klongegner klonen sich selber, um eine größere Lobby zu schaffen. Weil Heuschrecken vom... Was für ein Scheiß. Was soll das sein? Sieht irgendwie aus wie Chili con Carne. Wie hält sich das denn frisch da drin? Na gar nicht. Erinnert mich an meine Kindheit. Der Hydrant. Fürchtet euch nicht, gute Bürger. Die Freelance Police ist hier, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Mit Gewalt, wenn möglich. Du hast uns gerufen. Was? Bloß ihr zwei? Wo bleibt das Sondereinsatzkommando und die Nationalgarde und die NASA? Die NASA? Moment mal, Bosco. Was ist das Problem? Was ist das Problem? Ein Terrorist. Ein Terroristenzwerg. Er wird uns alle umbringen. Wo ist dieser Lilliput-Agitator? Wohl Tomaten auf den Augen, was? Da steht er. Hey, noch einer von den Limo-Lausern. Ist das nicht der mit dem Inkontinenzproblem? Genau, Strulli. Der ist ein ehemaliger Kinderstar. Mann, sperrt ihn ein und schmeißt die Zelle weg. Einer von uns sollte ein Dutzend Beruhigungspillen für Elefanten nehmen und sich lang machen. Und du könntest auch ein paar vertragen. Ich soll mich beruhigen? Mit einem Terroristenzwerg in meinem Land? Was genau war denn Strullis verbrecherisches Verhalten? Er liefert Videos, die ich gar nicht bestellt habe. Brady Cultures Eyeball Fitness Video? Was ist das? Sicher was Schlimmes, das sage ich euch. Videos. Und wie sieht der überhaupt aus? Subversiv, sage ich, und hässlich. Hat schon mal jemand einen Weißen mit so einer Frisur gesehen? Das habe ich gehört, ja. Irgendeine Idee, warum ein freakiges Relikt der 70er Jahre Videos in einem... Denk doch mal nach! Videos ausliefern? Sowas macht kein Einzeltäter aus freiem Willen. Er gibt doch keinen Sinn. Ich rieche... Eine Fasche! Ach, was du riechst, sind sicher bloß die Würstchen. Nein, das ist definitiv eine Verschwörung. Was für übelwollende Geister würden sich verschwören, dich mit unerwünschten Videokassetten zu bedecken? Ach, die wollen mich doch alle fertig machen. Die Regierung, die Medien, die Mafia... Aliens, künstliche Intelligenzen, meine Mutter, Niels Bohr, die Schweiz, Kopfläuse, Fusseln, das Pastrami. Haarspray hat damit nichts zu tun. Na klar, so hättest du es wohl gern. Hast du dieses Eyeball-Augentrainer-Video gesehen? Mit eigenen Augen? Nur ein Blödmann sieht sich ein fremdes Video an. Tu du's doch. Gibt's noch weitere terroristische Schurkereien zu berichten? Allerdings, er geht dauernd auf mein Klo. Wer weiß.
weiß, was er da drin macht. Ich glaube, ich weiß was. Wir haben es hier also mit einem Lieferanten unerwünschter Videos und Serienpinkler. Da kann uns nicht mal die Nationalgarde helfen. Das Einzige, was dieser Strulli tut, ist also Videos liefern. Und seine Nasszellenprivilegien überstrapaziert. Das ist alles? Hat er was von deiner überteuerten Ware mitgehen lassen? Hat er wenigstens versucht, dich mit einem grob gezinkten Göffel... Natürlich nicht. Ich habe Betas, das technisch fortschrittlichste Sicherheitssystem, das je erfunden. Betas? Ist das eins von diesen Akronymen, über die ich so viel gehört habe? Yep. Bosco Tex automatisiertes Abwehrsystem. Hab ich's. Wow, meine Abwehr wollte ich schon immer mal automatisieren. Wie funktioniert das? Zieh doch mal eine Waffe. Wirst schon sehen. Oder versuch mal was mitzunehmen. Los, probier's aus. Machen wir vielleicht. Halt mich jetzt nicht für gefühllos. Aber wieso kann dein großartiges Sicherheitssystem nicht mal das reizblasige Blatt... Das soll Leute daran hindern, etwas aus dem Laden rauszubringen. Nicht in den Laden rein. Ah, verstehe. Ein seltener Fall von umgekehrtem... Ladenvermüllung. Tja, ich denke schon. Verzeihung, was war nochmal dein Problem? Mein Problem ist, dass die mit meinem Fall beauftragten Polizisten offensichtlich von hirnfressenden Aliens angegriffen wurden. Oh, ihr seid tatsächlich von hirnfressenden... Nein, war nur Spaß, Kompate. Strulli, Auslaufmodell müllt Leute mit Videos zu. Ich glaube, wir haben's dann. Okay, sonst noch was? Wir hätten gern, dass Sie uns etwas aus Ihrem Kaufen verladen. Guter ich glaube, er meint aus Ihrem Laden verkaufen nicht. Obwohl wir dich wahrscheinlich verladen werden. Aber das war nicht, was er gemeint hat. Ich weiß, was er gemeint hat. Verladen kann ich mich selbst. Also, was hättest du denn? Naja, Käse wäre immer noch im Angebot. Oh, fein, Käse. Gekauft. Und vielleicht hätte ich da noch was von Interesse unter dem Ladentisch. Ich nehme deine ziemlich durchsichtige Einladung zur Nachfrage, was du unterm Ladentisch hast. Ach, nur ein kleines Etwas, das ich zärtlich Tränengasgranat... Tränengasgranatwerfer? Oh ja, haben will. Die neueste Innovation von Bosco Tech fegt eine ganze Aula voller militanter College-Studenten leer. In 0,0 gar... Ich fühle mich dir gerade sehr nah. Wir hätten gern den Tränengasgranat. Das macht dann $10,000. 10.000 Mücken? Da müssen wir ja ungefähr eine Million Knöllchen... Oder einen richtig fetten. Du meinst... Wirtschaftsverbrecher-Boulevard. Wo Wirtschaftskriminelle ihr ergaunertes Geld verprassen? Oh ja, wir satteln die Hühner, jagen einen von diesen geschniegelten und gebügelten Schleimbolzen und treffen ihn da, wo es ihm am wehesten tut. Mitten in die Brieftasche. Ich hätte gedacht, du sagst jetzt was anderes, aber das ist... Hast du vielleicht Wiesel am Stiel? Nein! Hast du vielleicht Zweihänder-Breitschwerter? Nein! Hast du Wurzelgemüse in Form berühmter Vertreter der... Nein! Du hast nicht zufällig Bonbon rosa Sitz... Nein! Du führst nicht zufällig politische Dissidenz... Nein! Du führst nicht zufällig Massenvernichtung... Wer will das wissen? Hast du vielleicht... mir fällt nichts mehr. Du könntest ja noch mal von vorn anfangen. Gute Idee. Nein. Danke, im Augenblick nichts. Okay. Netter Laden, ehrlich. Was ist denn daran so nett? Boscos Null Service Stop. Netter Name. Ist doch wenigstens mal ehrlich. Full Service kann... Danke. Man tut, was man kann. Wie bist du eigentlich aus dem Käfig gekommen? Das weiß nur ich und ihr werdet es nie erfahren. Was soll der Hochsicherheitsgefängniskram? Wenn man euch so oft ausgeraubt hätte wie mich, würdet ihr es genauso machen. Ich bin eigentlich noch nie ausgeraubt worden, aber normalerweise stecke ich auch jedem, der mir zu nahe kommt, eine große... Du machst mich fertig, Kleiner. Wovon sprachen wir gerade? Wir reden später weiter, Bosco. Aber jetzt müssen wir uns wirklich um diesen kleinen Missetäter kümmern. Haltet diesen Wahnsinnigen auf, bevor er uns alle tötet! Weißt du, immerhin ist er im Angebot. Und wir haben gefährlich wenig zu Hause. Was haben wir hier?
Organhandelsmagazin, Selbsthasser. Oh, lass mal sehen. Nein, danke. Ich habe heute was zu essen dabei. Heiße Würstchen. Schau mal, Sam. Das Würstchen ist ein Würstchen. Von diesem galoppierenden Würstchen-Kannibalismus. Kostenlose Videos? Nichts dagegen. Brady Cultures Eyebow für optimalen Durchblick. Die revolutionäre visiometrische Workout-Technik. Was ist denn so revolutionär daran? Sehen Sie durch Wände und Kleidung, rollen Sie Ihre Augen in atemberaubendem Tempo, verlieren Sie 5 Pfund Augenfett. Oh, toll! Die letzten 5 Pfund habe ich bisher einfach nicht runter. Wollen wir heute ein bisschen früher mit dem Bürokinoabend anfangen? Ich bringe die kandierten Käse-Crispies. Sludgies. Mit 100% natürlichem Schleim. Bäh. Geschmäcker der Woche, Weizengras und Hack. Boah. Ich denke, es ist der leichte Grünstich, der diesen Kaffee besonders appetitlich. Ich mag meinen Kaffee grün, wie meine... Hallöchen, Mr. Strulli. Sie brauchen nicht so förmlich zu sein. Meine Freunde nennen mich einfach Strulli. Meine Feinde auch. Und eine Menge Leute wie Sie, die ich nie getroffen habe. Was genau tust du eigentlich hier? Ich liefere Videos aus. Nehmen Sie eins. Worum geht's eigentlich bei diesen Videos? Brady Cultures Eyebow ist das durchblickfördernde Augenfitness-Training für aktive... Wer genau ist eigentlich dieser Bursche da, Brady Culture? Und was für Steroide benutzt er für seine Frisur? Brady Culture ist ein Genie. Und sein Eyebow-Programm ist ein Segen für die Menschheit. Oh, ein Segen. Warum hört man dieses schöne Wort so... Und wussten Sie, dass er 1970 der Star von Culture's Clubhouse war? Faszinierend. Die reinste Kinderstern... Was kannst du mir über Eyebow erzählen? Eyebow ist die revolutionäre visiometrische Fitnesstechnik für optimalen Durchblick. Sie lernen, Objekte mit den Augen zu bewegen, sogar durch Wände und Kleider zu sehen. Was, wenn ich gar keine Kleider anhabe? Das Video müssen Sie unbedingt sehen. Es hat mein Leben verändert. Mhm. Wird sowas normalerweise nicht von Promis unterstützt? Hallo? Was bin ich denn? Ach so, klar. Eine Zahnarztgattin? Hat Bosco wirklich diesen Haufen Videos bestellt? Woher soll ich das wissen? Sagte ich nicht, dass sie kosten. Was? Ihr liefert das Zeug einfach, egal ob bestellt... Das Wort muss verbreitet werden. Eyebow ist der Weg zur Erleuchtung und zu optimalem Durchblick. Das ist aber hübsch. Was denn? Bist du dir darüber im Klaren, dass du das Gesetz... Ach, kommen Sie schon! Gegen Geschenke gibt's doch kein Gesetz! Ungesetzliche Lieferungen sind strafbar, und zwar laut § 9 Absatz 7.11 des privaten öffentlich-rechtlichen Strafgesetzbuchs für standesgemäß... Das hast du erfunden. Stimmt. Aber wir könnten ihn dran kriegen wegen Vermüllung, Hausfriedensbruchs und... Ich muss diese Videos ausliefern! Der Typ ist die reinste Gebetsmühle. Können wir ihn jetzt festlegen? Gleich, Kleiner. Hände hoch, du bist verhaftet. Ach, kommen Sie, das ist ein freies Land. Meine Güte, wie kommst du denn darauf? Das Kerlchen hat ziemliche Wahnvorstellungen. Mal ganz im Ernst, du bist verhaftet. Ach Mann, Sie müssen ja nicht gleich eine Staatsaffäre draus machen. Nein, müssen tun wir nicht. Wollen. Die Frau von meinem Cousin, deren Zahnarzt, der macht... Oh ja, bei Zahnärzten sind wir immer schon gut angekommen. Hey, warum wohl? Kinder sauft so viel Limo wie die Limo-Lauser, dann braucht ihr so viele teure Zahnbehandlungen, dass kein Geld mehr fürs College da ist. Max, dein ungezügelter Zynismus ist wie ein frischer Lufthauch in einer überfüllten... Bäh. Sag, könntest du nicht mal das Lied aus deiner alten Show singen? Genau, den Titelsong. Wie hieß der doch gleich? Er hieß, die Limo-Lauser packen's an. Aber den kann ich nicht singen. Ist mir... Kriege ich ein Autogramm für meinen Kumpel Max? Du könntest schreiben, für Max. Danke, dass du mir damals in San Remo das Leben gerettet hast. Weia, ich habe echt keine Zeit. Muss noch einen Haufen Videos ausliefern. Was? Hast du denn keine vertraglich garantierten Pinkelpausen? Schon, aber da drin gebe ich keine Autogramme mehr. Es gab da einen Zwischenfall. Äh...
Habe ich dich nicht vor einiger Zeit in einem Werbespot gesehen? Ja, worum ging's da gleich? WC-Reiniger, Inkontinenzbinden, alle drei! Bist du eigentlich wie die Figur, die du im Fernsehen gespielt hast? Genau, musst du wirklich alle 5 Minuten aufs Klo? Manchmal alle 3 Minuten. Es ist, als hätte man Superkräfte. Ah, das ist aber hübsch. Was denn? Habe ich schon erwähnt, dass ich jemand kenne, der eure Show ganz toll fand? Tut das nicht jeder? Ah, das ist aber hübsch. Was denn? Wenn es dir nichts ausmacht, wir haben noch Einkäufe zu erledigen. Dann nehmen Sie gleich ein Aibo-Fitness-Video mit. Wird Ihr Leben verändern. Haben wir schon, danke. Nachos. Für mich bitte mucho. Kauft Nachos. Bei jedem Kauf eine Klobürste gratis. Klobürste gratis. Kauf. Benutzte Klobürste. Nein, danke. Ketchup, Senf und so lila Zeugs. So ähnlich wie im Fernsehen. So lila Zeugs. So, ja, also. Max, mir fällt da etwas Tolles ein. Es geht dabei um dich, eine Mikrowelle und 2 Meter Alufolie. Erzähl weiter. Vielleicht ein andermal. Also wir können ihn jetzt hier leider auch nicht, Koffeinrausch! Wow, der ist ja schnell. Das ist ein waschechter Rennzwerg. Ach Mann, warum machen Sie denn sowas? Zum Zeitvertreib. So, den kriegen wir so jetzt leider nicht dazu. Also K.O. Da gibt es jetzt einen Trick. Und zwar... Öffentliche Toiletten, unheilige Tempel alles Unhygienischen. Ich würde da nicht mal sämtlichen Tee Indiens ins Eck stellen. Ich schon. Oh, oh. Auszeit für Nummer 1. Ich fürchte, du hast seine Schleusen geöffnet. Ich hoffe, er genießt es genauso wie ich. Jetzt müssen wir dem den Käse hier reintun. Wenn du jemanden wirklich liebst, schenk ihm Käse. Oh, ich kann's kaum erwarten, sein Gesicht zu sehen. Was zum... Auszeit für Nummer 1. Wir sind gerettet. Ich find's viel unterhaltsamer, wenn's nicht mir passiert. Ich find's in jedem Fall unterhaltsam. Oh, er hat sich in die Hosen gemacht. Typisch, wirklich typisch. Moment, halt mal. Mein schurkischer Plan ist in Gefahr. Aber zum Glück habe ich ja noch die anderen beiden Knalltüten. Das war's immer noch nicht ganz. Hey, wollt ihr den einfach hier lassen? Ja. Ich will ihn nicht wecken. Warum nicht? So, 1 von 3 ausgeschaltet. Bad News und Worst News. Kümmern wir uns mal um ihn. Da gibt's einen Trick. Wer hätte es gedacht? Erinnerst du dich an unser altes Auto, Max? Ich hab doch gesagt, es tut... Und zwar mit der Sprühfarbe. Einmal auf da das Graffiti. Da könnte man noch ein bisschen was dran ver... Hey, 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 alles versaut, Mann. Oh, jetzt muss ich doch alles neu machen, Hirnfrosti. Hihihi.
Kannst du glauben, dass wir dafür auch noch bezahlt werden? Ich liebe dieses Land. Mann, jetzt hab ich's versaut. Also das nenne ich Qualitätsfernsehen. Obwohl, halt, mein schurkischer Plan ist in Gefahr. Wer wagt es, sich mir zu widersetzen? Hey, das war gar nicht übel. Besser. Ich denke, jetzt haben wir deine Arbeit lang genug bewundert. Vielleicht noch ein kleines Sekündchen? Okay, gehen wir. Nein, geht nicht. Okay. Dann nehmen wir jetzt den letzten auseinander. Das heißt, nee, geht ja noch gar nicht. Wir brauchen ja noch Geld. Wo geht's hin, Sir? Lass uns rumfahren, Gesetzesbrecher suchen, Max. Oh ja! Übrigens, Sam, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, aber ich glaube, ich habe versehentlich unsere Bremskabel durchgeknabbert. Nein, ich glaube nicht, dass du das erwähnt hast. Ich schätze, dann werden wir zum Bremsen einfach ordentlich auf unsere Vordermänner draufknallen müssen. Bitte die Idee. Schon geplant, Kleiner. Achtung, Verkehrsteilnehmer! Sollten wir Sie aus irgendwelchen Gründen sprechen müssen, fahren wir ihn einfach hinten rein. Dankeschön. Übernimm mal das Steuer, Kleiner. Mit Vergnügen. Mein Beileid wegen Ihres Rücklichts. Sam 1, Rücklicht 0. Ich warne Sie zum ersten und letzten Mal. Fahren Sie rechts ran oder Sie sind tot. Hallo, wir sind die Freelance Police. Und Sie nicht. Also tanzen Sie nach unserer Pfeife. Warum haben Sie mich angehalten? Ihr Rücklicht ist kaputt. Aber das haben Sie doch kaputt gemacht. Was wollten Sie damit sagen? Was war gleich die Geldbuße für ein kaputtes Rücklicht? Warte, waren das nicht 10.000 Dollar? Was? Sind Sie verrückt? Moment mal, darf ich das rasch mit meinem Rechtsbeistand? Mein Anwalt hat mir geraten, die Geldbuße zu bezahlen. Wenn Sie uns jetzt entschuldigen, wir haben einige Umbuchungen vorzunehmen. Danke, Blödmann. So kommt man hier zu Geld. Wir waren sie zum ersten und letzten Mal. Halten Sie an oder Sie sind tot. Ach, herrlich. Ich liebe diesen Humor. Hey, Moskau. Hey, wollt ihr den einfach hier lassen? Wir wollen was kaufen. An was hattet ihr denn gedacht? Wir haben dein Tränengasgeld dabei. Tatsächlich? Na gut, bitteschön, ein Tränengasgranatwerfer. Das ist ein Gemüseschredder mit Zwiebeln drin. Funktioniert aber. Vertraut mir. Und jetzt steckt das weg, bevor jemand verletzt. Was meinst du damit? Die 10.000 decken gerade mal die Materialkosten, wisst ihr? Da bin ich sicher. Alles okay, Leute. Mir geht's gut. Hm.
Ja. Da lassen wir ihn aber zu Recht einfach mal da. So, jetzt können wir rüber. Max. So, da der kleine Scheißer ja hier mal abhaut. Ach, Sibyl. Ja? Die andere Sibyl. Was ist das? Keine Angst, tut gar nicht weh. Aber heulen musst du trotzdem. Bitte, Sam, lass mich mal. So, Glubschi, was jetzt kommt, tut uns viel mehr weh als dir. War nur ein Witz. Es tut eindeutig dir mehr weh. Komm, süß Glubsch. Ich sehe alles so. Oh Mann, das war klasse. Das war klasse. Augenblick mal. Mein schurkischer Plan ist durchkreuzt. Der Hund und das Häschen werden den Tag bereuen, an dem sie mich erzürnt haben. Bereuen werden sie es, sage ich. Saubere Arbeit, ihr zwei. Ich kann versuchen, ihn aus der Hypnose zu wecken. Übernimm die Kontrolle über deinen Geist. Ich glaube nicht, dass er dich hört. Klar tut er das. Er ist bewusstlos, nicht tot. Unwichtiges Detail. Besiege den Eindringling in deinen Träumen. Übernimm die Kontrolle. Was? Hey, wie komme ich hierher? Was ist denn los? Sibyl? Ich heiße nicht Sibyl. Ich heiße Glubschi. Puh, ja, das stimmt. Bist du okay? Wie fühlst du dich? Ich hab ein bisschen Kopfweh. Ich hab was total Verrücktes geträumt. Und da war jemand Ungewöhnliches in deinem Traum, nicht wahr? Ja, Brady Culture war da. Er hat mir dauernd gesagt, dass ich irgendwelche Sachen tun soll. Aha. Ich wusste es. Der Schuft hat dich hypnotisiert, seinen unsäglichen Willen zu tun. Was ist das Letzte, woran du dich erinnern kannst? Ich erinnere mich, dass ich in Brady Cultures Heim für ehemalige Kinderstars eingecheckt habe. Er hat seine eigene Klapsmühle? Wow, den müssen wir kennen. Wo finden wir dieses Heim für ehemalige Kinderstars? Oh, das ist wirklich geheim. Das darf niemand finden. Das wäre ein absoluter Skandal. Aber wir müssen es finden, um diesen Wahnsinn zu stoppen. Sozusagen. Ich würde ja gerne helfen, aber ich weiß nicht mehr, wo es ist. Hm. Oh. Aber meine Brüder vielleicht. Sie waren ja dabei. Hey, ich habe doch nichts wirklich Peinliches getan, oder? Nichts, was ich mit einem simplen Exorzismus nicht bin. Auweia! So, unser Work hier ist dann. Also vorerst. Quatsche mit Brilli. Übernimm die Kontrolle über deine... Und? Wirkt's? Ich weiß nicht. Besiege den Eindringling in deinen Träumen. Jetzt hör auf mit dem Quatsch, Riesenbaby. Was ist los? Warum sind meine Sachen ganz verknautscht? Er ist aufgewacht. Schnell, gacker wie ein Huhn. Nein. Sag uns, wo wir Brady Cultures Heim für ehemalige Kinderstars finden. Wir müssen den Schuft davon abhalten, noch mehr Leute zu hypnotisieren. Das Heim? Es ist Haus Nummer 227 in der... Dings da. Brilli weiß sicher die Straße. Der ist unser Fahrer. Kannst du uns hinbringen? Machen Sie Witze? Es wird Stunden dauern, bis ich mit Bügeln fertig bin. Das hilft uns echt weiter. So, dann haben wir noch einen dritten. Brilli? Ist das nicht Strulli? Übernimm die Kontrolle über deinen Geist. Besiege den Eindringling in deinen... Gut gemacht, Sam. Du bist ein Naturtalent. Wo bin ich? Wer sind Sie? Keine Angst.
Freelance Police. Polizei? Oh nein! Er entkommt in dem Truck! Schnell, den Limo-Lauser hinterher. Schneller, Sam, er entkommt uns! Übernimm mal das Steuer, Tiny. Mit Vergnügen. Genau, da du gesagt, die Kisten hier ausbremsen. Pass auf! Müssen wir alles kaputt schießen. Ja! Nicht schießen! Abgesehen davon, dass wir gerade deinen Truck voll Blei gepumpt haben, was macht dich glauben, dass... Den offensichtlichen sportlichen Reiz mal außer Acht gelassen. Es ist nur, in den Nachrichten sieht man doch ständig, wie Leute die Hucke voll kriegen, bloß weil sie mal Kinderstars waren. Wir würden nicht im Traum daran denken, ehemaligen Kindersternchen weh zu tun. Wir müssen nur das Heim finden, wo Brady Culture... Oh, warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Es ist gleich da drüben, über die Straße. Ach, du hüpfender Elefantenflo. Das trifft sich ja ausgezeichnet. Danke. Weiß zufällig jemand, wo es hier zur Toilette... Whee! Unangenehm, der Affe. Erinnert mich an einen Job, den ich mal hatte. Du warst ein Affe? Im Wesentlichen. Hier soll man vermutlich das Anmeldeformular... Genau. Das brauchen wir auch. Hier heißt es, die behandeln nur Patienten mit etwas, das sich das künstliche Persönlichkeits... Klingt lecker, was ist denn drin? Scheint wohl häufig bei ehemaligen Kindersternchen vorzukommen. Zu den Symptomen gehören Obsession mit berühmt, gewalttätige Reaktionen auf Zahn, sowie unterbewusster Wunsch, die Mutter zu heiraten. In der Tat. Du weißt nicht einmal, was das heißt, nicht wahr? Nein, aber es klingt ungeheuer gebildet. So, haben wir das jetzt oder nicht? Ja, haben wir. Okay. Sieht aus wie ein ziemlicher Halunke. Tun Sie das nicht an. Ziemlich abgeschlossen. Das schwarze Loch. Was ist ein schwarzes Loch, Sam? Tja, Kleiner. Das ist ein ehemaliges Sternchen, das durch sein eigenes Gewicht implodiert. Abgeschlossen. Die Kraft des Aibo. Brauche ich nicht, ich kann schon Chibo. Und ich kann Nintendo. Und Karate. Wo geht's hin, Sam? Und Aikido und noch ein paar andere gefährliche Worte. Zurück ins Büro. Jetzt brauchen wir professionelle Hilfe von einer Psychotherapeutin. Denkst du, ich habe das künstliche Persönlichkeitssyndrom? Interessant. Zu den Symptomen gehört Obsession mit Berühmtheit, gewalttätige Reaktionen auf Zahnmedizin sowie unterbewusster Wunsch, die Mutter zu heiraten. Hey, ich weiß was. Ich könnte dich analysieren. Tut das weh? Nur, wenn wir es richtig machen. Wir können unterschiedliche Sachen probieren. Wir können ein paar Tintenkleckse anschauen oder wir versuchen freie Assoziationen. Wir versuchen mal die Klecksbilder. Wie funktionieren denn diese Tintenkleckse? Und dürfen wir die selber machen? Ganz einfach. Ich zeig dir ein paar Bilder und du sagst mir, was du siehst. Deine Antworten enthüllen dann sowas wie Obsessionen oder Obsessionen. Obsessionen oder... Schau dir das an und sag mir, was du siehst. Obsessionen. So, jetzt müssen wir alle auf alle möglichen Sachen antworten, beziehungsweise es muss immer ein gewisses... Ja, ein gewisser roter Faden muss erkennbar sein, zum Beispiel mit Geld. Geld ist immer relativ simpel, das erkennt man ganz gut wieder.
Pennys auf den Augen eines toten Mimen. Interessant. Schön. Und was ist mit dem hier? Ein SUV kracht in eine fette Villa. Und das? Auch wenn das lustig ist? Die muttenzerfressene Geldbörse meiner... Jetzt das hier. Was siehst du? Mit Maschinengewehren. Hä? Elefanten in der New Yorker Börse. Und das da? Eine Kundenkarte, die jemand in einen Akten... Deiner Reaktion zufolge hast du eine ziemliche Obsession mit Geld. Andererseits, wer hat die nicht? Danke, Doktor. Denkst du, ich habe das künstliche Persönlichkeitssyndrom? Schon möglich, aber Leute mit KPS sind ganz besessen davon, berühmt sein zu wollen. Wie funktioniert freie Assoziation? Da wird getestet, wie du auf Dinge in deinem Leben reagierst. Ich sag ein Wort und dann sagst oder tust du das Erste, was dir in den Sinn kommt. Samba tanzen, das Alphabet hersagen, so laut schreien, wie ich kann, sowas in der Art? Interessant. Haben wir schon angefangen? Nein, aber jetzt geht's los. Bereit? Ist das das Wort? Nein, das Wort ist Steppenheck. Genau. So, und jetzt müssen wir im Grunde genommen nichts weiter machen, als sie so lange anklicken und irgendwas anderes kommt. Aber irgendwas, was mit Friseuren zu tun hat. Also alles, was in Assoziation mit Friseurladen und Friseuren und so weiter zu tun hat. Da müssen wir dann etwas drastischer reagieren. Promenade. Interessant. Jetzt das hier. Krone. Sagt einfach, was euch in den Sinn kommt. Lampenruß. Verstehe. Kamm. Jetzt kommt etwas aggressiver. Wow, nicht schießen! Patient reagiert gewalttätig! Den solltest du mal an Halloween sehen. Heftige Reaktion auf das Wort. Sehr interessant. So, das war ja sehr aufschlussreich. Wie lautet das Urteil? Ich werde es dich wissen lassen, nach jahrelanger, irrsinnig teurer Bank. Was tut man nicht alles, um ortsansässige Jungunternehmen... Wir könnten ja Organe auf dem Schwarzmarkt verticken, um das Geld zusammenzukriegen. Solange du nicht unsere eigenen nimmst, klar. Denkst du, ich habe das künstliche Persönlichkeitssyndrom? Schon möglich, aber Leute mit KPS sind für ihre gewalttätigen Reaktionen auf Zahnmedizin bekannt. Zahnmedizin? Kannst du aus meinen grotesken, wirren Träumen tatsächlich Rückschlüsse ziehen? Aber ja, sie enthüllen dein Unterbewusstsein. Es ist, als ob du eine Zwiebel schälst. Ach du Schande. Jetzt entspann dich einfach und versuch, dich an deinen Traum zu erinnern. Okay, geht los. Meine Träume beginnen immer im Büro. Aber diesmal war es anders. Ja, kann ich mir vorstellen. Erzähl mal, was geschah. So, wir haben erstmal noch einen Max dabei gehabt. Ich merkte, dass noch jemand im Zimmer war. Oh, du hattest einen besonderen Gast. Wer war's? Es war Max. Ach ja, dein eingebildeter Freund. Wie bitte? Ich stehe direkt neben dir, Lady. In deinem Traum tat Max da irgendwas Ungewöhnliches? Naja, er leistet den Fahneneid zu einem bayerischen Volkslied. Ich schwöre Treue ewiglich, holla Radio. Aber das ist nichts Ungewöhnliches. Ich weiß noch, ich hatte gerade was vom Bäcker geholt. Oh, du und dein besonderer Gast, ihr hattet also was zu feiern. Und was war das, was du vom... Eine Geburtstagstorte mit massig Zuckerguss. Also ist irgendwer dem Grab wieder ein Jahr näher gerückt, hä? Huh? Kein Obstkuchen diesmal, ganz wichtig. Ich hätte gerade etwas aus der Bäckerei abgeholt. Vielleicht für eine Feier? Was war's denn?
Nee, das war schon richtig. Eine Geburtstagstorte mit massig Zuckerguss. Hm, also ist irgendwer dem Grab wieder ein Jahr näher gerückt, hä? Hm? Ich merkte, dass noch jemand im Zimmer war. Oh, wer war denn dein Gast? Es war Max. Ach ja, dein eingebildeter Freund. Ich hatte gerade etwas aus der Bäckerei abgeholt. Vielleicht für eine Feier? Was war's denn? Es war eine Hochzeitstorte. Ein Riesenapparat. Eine Hochzeitstorte? Wer willst deine... Ja, naja, also ich wünsche euch von ganzem Herzen dann alles Gute. Danke. Nee. Ich hatte gerade etwas aus der Bäckerei abgeholt. Vielleicht für eine Feier? Was war's denn? Eine Geburtstagstorte mit massig Zuckerguss. Hm, also ist irgendwer dem Grab wieder ein Jahr näher gerückt, hä? Hm? Ja, und zwar Max. Ich merkte, dass noch jemand im Zimmer war. Oh, wer war denn dein Gast? Es war Max. Ach ja, dein eingebildeter Freund. Ich hatte gerade etwas aus der Bäckerei abgeholt. Vielleicht für eine Feier? Was war's denn? Eine Geburtstagstorte mit massig Zuckerguss. Hm, also ist irgendwer dem Grab wieder ein Jahr näher gerückt, hä? Hm? Hä? Irgendwas mache ich gerade falsch. Okay, wir können mal was anderes probieren. Ich merkte, dass noch jemand im Zimmer war. Oh, wer war denn dein Gast? Das warst du. Ich? Ach du meine Güte. Oh, ich repräsentiere deine Mutter. Ah ja? Aber sicher, das Gefühl der Vertrautheit, der Sicherheit. Außerdem, irgendwo muss die alte Schachtel ja ins Spiel kommen. Lernt man schon im Grundkurs Psychotherapie. Aufschlussreich. Sag mal, in deinem Traum habe ich da irgendwas Komisches getan? Naja, du hast etwas Komisches gesagt. Undankbarer Hosenscheißer. Wegen dir habe ich 3 Wochen in den Weg... Wow, es war deine Mutter. Ich hatte recht. Wie üblich. So. Ich hatte gerade etwas aus der Bäckerei abgeholt. Vielleicht für eine Feier? Was war's denn? Es war eine Hochzeitstorte. Ein Riesenapparat. Moment mal. Die Hochzeitstorte, deine Mutter... Du wünschst dir unbewusst, deine Mutter zu heiraten. Was für ein Hammer. Das ist ein eindeutiges Symptom für das künstliche Persönlichkeitssyndrom. Ja, ich meine, ich hoffe, es ist nichts. Das werde ich lieber mal auf deiner Karte vermerken. Dann machen wir es halt so rum. Sehr interessant. Wir sollten dich nach den anderen Symptomen von KPS untersuchen. Mir recht, Knochenklempnerin. Ich bin keine Knochenklempnerin, ich bin Psychotherapeutin. Hört, Hotti. Hey, ich fang gleich... Ah, heben wir uns die Psychoanalyse doch für später auf. Verantwortung vor sich her schieben. Interessant. Ey, wir sind ja schon fertig. Zu den Symptomen gehört, mal schauen, Obsession mit Berühmtheit,
gewalttätige Reaktionen auf Zahnmedizin sowie unterbewusster Wunsch, die Mutter zu heiraten. Ach so, Zahnmedizin. So, warte mal nochmal. Zu den Symptomen gehört, mal schauen, Obsession mit Berühmtheit, gewalttätige Reaktionen auf Zahnmedizin sowie unterbewusster Obsession Wunsch, die Mutter zu heiraten. Mit Berühmtheit. Hey, Doc. So. Hey, Sam. Da war mein Fehler. Obsession mit... Was dagegen, dass du die Taschen in meinem Schrank mal... Kann ich machen. Fehlen denn welche? Berühmtheiten, das wäre... Versuchen wir doch noch ein bisschen freie Assoziation. Das verrät uns etwas über deine unvernünftigen Reaktionen auf das, was in deinem Leben vorliegt. Also nochmal, ich gebe Worte vor und du sagst oder tust einfach das. Bereit? Klar, fang an. Kuh. So, Kuh, alles in Ordnung? Affenspektakel. Was für eine ungewöhnliche Antwort. Wie wär's damit? Bohrer. So, Bohrer, ja, jetzt. Wo, nicht schießen! Patient reagiert gewalttätig. Den solltest du mal an Halloween sehen. Heftige Reaktion auf das Wort. Sehr interessant. Föhn. Sagt einfach, was euch in den Sinn kommt. Föhn. Laubbaum. So, das war ja sehr aufschlussreich. Ja? Deine Antworten legen nahe, dass du auf Zahnmedizin ungewöhnlich heftig reagierst. Da solltest du ihn erstmal beim Proktologen sehen. Das könnte ein Symptom für das künstliche Persönlichkeitssyndrom sein. Das werde ich lieber mal auf deiner Karte vermerken. Du weist zwei der Symptome auf dieser Liste auf. Bin ich geisteskrank? Ich will dich nicht beunruhigen, aber vermutlich ja. Kriege ich deinen Hut, wenn sie dich einweisen? Sicher, Kleiner. So. Ach, heben wir uns die Psychoanalyse doch für später auf. Verantwortung vor sich her schieben. Interessant. Zu den Symptomen gehört, mal schauen, Obsession mit Berühmtheit, gewalttätige Reaktionen auf Zahnmedizin sowie unterbewusster Wunsch, die Mutter zu heiraten. Obsession mit Berühmtheit, okay. Zu den Symptomen gehört, mal schauen, Obsession mit Gewalttät sowie Hey, Doc. Hey, Sam. Was dagegen, dass du die Taschen in meinem Schrank mal... Kann ich machen. Fehlen denn welche? Können wir noch ein paar Klecksbilder machen? Das macht Spaß. Sicher. Werfen wir noch einen Blick auf deine ungehörigen Zwangsvorstellungen. Schau dir das an und sag mir, was du siehst. Jo. Susan Lucci mit einem Emmy Award. Verstehe. Schön. Und was ist mit dem hier? Tauben auf dem Vordach von Man's Chinese Theater. Und das? Ein Autogramm in Blinden. Jetzt das hier. Was siehst du? Ein johlender Haufen schlaksiger Al... Und das da? Der helle Fleck, den ein Lichtblitz in deinen Augen verursacht. Tja, du bist anscheinend besessen davon, berühmt zu sein. Das ist einer der Indikatoren des künstlichen Persönlichkeitssyndroms. Sollte ich besser mal vermerken. Wow, das muss das künstliche Persönlichkeitssyndrom sein. Sämtliche Symptome. Ich wette, das reicht mir für eine Veröffentlichung. Dann weise mich doch am besten gleich in ein Heim für ehemalige Kindersternchen an. Ich habe das Aufnahmeformular schon ausgefüllt, aber hinkommen musst du selber. Ich werde schrecklich beschäftigt sein mit der Veröffentlichung deines Falls. Aha. Da du ja verrückt bist, darf ich fahren? Ach du gasgebender Geisterfahrer, nein. Nein. So, jetzt. Nachdem wir bewiesen haben, dass wir Mischugge sind.
mit einem richtigen Ding an der Waffel. Sonst würden wir wahrscheinlich dieses Spiel hier auch nicht spielen. Wo geht's hin, Sam? Da. Zurück zu Brady Cultures Heim für ehemalige Kindersterne. Ah, okay. So, das muss man hier reinstecken. Komm mit, Kleiner. Zeigen wir denen, was eine Hake ist. Krieg ich danach ein Eis? Gartenarbeit macht mich immer so hungrig. Das hier erinnert mich an den Ort, wo Tante Trudi lebt, mit dem antiseptischen Geruch, den Gummimatten und dem riesenhaften, stummen Indianer. Klingt, als könnte man da eine Menge Spaß haben. Oh ja, besonders nach der täglichen Pillenausgabe. Ist denn hier keiner? Alle sehen so gut aus, hier in Cultures Clubhouse. Ach du pickliger Papagei mit peroxidblondierter Perücke, Brady Culture, wie ich annehme. Ihr wisst, wer ich bin? Wow, schurkische Pläne funktionieren also doch. Und werd mal nicht gleich hektisch, Dreiwettertaft. Freelance-Police, wenn ich vorstellen darf. Weiß ich. Auf euch habe ich ja gewartet. Ist das so? Dann lass das nächste Mal bitte die Vordertür offen. Spart eine Menge Ärger. Wenn ich vielleicht erklären dürfte... Da haben wir wohl einen längeren Monolog ausgelöst. Gut, dass ich die Aufmerksamkeitsspanne einer Tasse Jagdbutter habe. Ich habe nie viel gewollt. Außer von der ganzen Welt geliebt zu werden und in der Herbstsaison 1971 die Einschaltquotenstatistik anzuführen. Aber nein, diese wertlosen Schwachköpfe, diese Limo-Lollis mit ihren putzigen, aufeinander abgestimmten Hemdchen und ihrem niedlichen Getreller kommen und stehlen mir meine Zuschauer. Ich habe nie wieder eine andere Rolle bekommen. Und jetzt wollt ihr zwei Bürgerwähler einen armen, glücklosen Schauspieler auch noch daran hindern, die gesamte fernsehende Bevölkerung per Massenhypnose zu seinem ewig treu ergebenen Publikum zu machen? Wie grausam. War's das? Ich glaub schon. Also. Ups. Da ihr ja leider meinen schönen Plan versaut habt, meine Erzrivalen für mich Reklame laufen zu lassen, müsst ihr jetzt wohl ihren Platz einnehmen. Nur in deinen Träumen, Culture. Nein, Freunde. In euren. Hey, das kitzelt. Werde Videolieferant. Was passiert denn jetzt? Oh nein. Oh nein. Was machst du denn da? Weiß nichts. Ich... Du wusstest es die ganze Zeit. Ich hab doch gesagt, es ist eine Verschwörung. Ich hab's dir gesagt, aber du wusstest das ja schon. Nein, Bosco, ich muss Videos aus... Ruft die CIA, ruft Interpol, ruft Mickey Rooney! Muss Videos... Mickey Rooney? Ah! Ja, jetzt sind wir hier quasi an der Stelle. Und die müssen jetzt quasi den gleichen Trick nochmal machen. Ich muss Videos liefern. Oh, bitte versuch's gar nicht erst. Rums. Das ist so genial. Wir hauen uns jetzt selbst kaputt. Also K.O. Oh, oh. Entweder bin ich gerade in Salvador Dalí Wachsfigurenkabinett reingestolpert oder ich träume. Du liebst mich, du betest mich an. Werde Videolieferant. Tu meinen teuflischen Willen und so weiter. Ach du heiliges Hühnerhirn, ich bin immer noch hypnotisiert, wenn ich bloß noch wüsste, was mir Sibyl geraten hat. Besiege den Eindringling in deinen Träumen. Ah, genau. Hey, Sam, ich bin hier oben. Oh, hi, Kleiner. Brady hat meinen Körper geklaut. Ich hasse es, wenn Leute das tun. Hol mich endlich runter. Okay, Kleiner, ich halte dich. So, jetzt müssen wir einen nach dem anderen hier quasi ausschalten. Das ist relativ simpel.
wenn man weiß, was man machen muss. Ich glaube, jemand muss deiner Karriere das Licht ausknipsen, Brady. Was? Nein! Oh, dieser Brady Culture, wenn der lächelt, haut's doch glatt die Sicherung. Es ist Brady Culture im Fernsehen. Ja, genau wo ich hingehöre. Schaut mich alle an. Mich! So, ich frage mich, ob es was an der Bildqualität ändern würde, wenn ich da drin... Nein! Ich muss für alle Ewigkeit im Fernsehen bleiben. Nein! Oh ja, viel besserer Empfang. Ich werde jetzt Quotenkönig und dann Kabelfernsehen. Hey, Käsekumpel. Was denn, Blödmann? Was, ich möchte so klein? Dich meinem kleinen Freund vorstellen. Nein, die Würde des Käses ist unantastbar. Nein! Der Käse wäre gegessen. Die Hand hier oben. Es ist nur ein Traum, Sir. Jesse James Hunt, ja. So, jetzt müssen wir noch Max da wieder raufmachen. Da hat es eine Weile gedauert. Oh Gott, wie man darauf kommt, ey. Universal. Whee! Wow, hab dich. Yay! Nee, mach doch nicht nochmal. Ich glaube, das würde Max nicht besonders gefallen. Klar. Du, Mr. Culture, ich habe eine Überraschung für dich. Ehrlich? Für mich? Nein! Auweia. Danke, Sam. Bisschen zäh, aber ganz lecker. Oh, gerade fällt mir ein, ich muss weg. Tschüss, Max. Oh nein, er ist aufgewacht. Jetzt sind wir erledigt. Werd nicht hysterisch, Bosco. Alles in Ordnung. Ich bin doch bloß einer hundsgemeinen Video-Liefer-Hypnose-Verschwörung aufgesetzt. Okay, aber was ist mit deinem Mitverschwörer? Mein Mitverschwörer? Unheilige Unterhose am Mast eines sinkenden Schweineschwartenfrachters, der Egomane mit der Frisselfrisur. Irgendeine Idee, wie ich diese Culture-Krise unter Kontrolle... Ready Culture? Der Ibo-Man? Bleib bloß weg von dem, der will mich fertig machen. Sorry, Bosco, geht nicht. Muss meinen pelzigen kleinen Partner... Du hast nicht zufällig ein Bosco-Tech-Gerät, das Hypnose verursachende Energiestrahlen... Eine Hypnose-Blocker? Na, hatte schon mal vor, sowas zu bauen. Aber ich habe keine Ahnung, wie sowas geht. Ich muss schnell was finden. Danke, Bosco. Macht mich stolz. So, jetzt brauchen wir also quasi noch einen Anti-Hypnose-Helm. Max wird nicht erfreut sein, wenn er herausfindet, dass ich den Empfang ruiniert habe. Ich muss es ihm gleich... Wer kennt sich besser mit solchen Helmen aus als eine Tätowiererin? Doktor! Max ist weg!
Naja, die meisten von uns lösen sich eines Tages von ihren imaginären Freunden. Nein, dieser größenwahnsinnige Brady Culture hat ihn sich geholt. Verstehe. Gewiss doch. Moment mal. Wolltest du damit sagen, ich bilde mir Max nur ein? Ich wollte gar nichts sagen, obwohl er etwas unwahrscheinlich erscheint. Aber du siehst ihn doch, richtig? Schon, aber ich bin ja schließlich Psychotherapeut. Ich muss herausfinden, wie man einen Hypnosestrahl abwehrt. Du bist doch eine Art Hirnspezialistin. Du weißt nicht zufällig etwas? Ach, du lausige Laborratte. Und ob du was weißt. Raus damit, bevor meine Synapsen zu klebrigen Schlackepfropfen verschmuggeln. Naja, es ist ein grober Missbrauch meiner ärztlichen Privilegien, dir überhaupt davon zu erzählen. Aber einer meiner technisch begabteren Patienten hat mir ein Diagramm von einer Vorrichtung angefertigt, von der er behauptet, sie wäre Hypnose. Das ist genau der aberwitzig glückliche Zufall, den ich brauche. Es ist natürlich ein ungeheuerlicher Verstoß gegen jeglichen vernünftigen ethischen Verhaltenskodex, aber da du so eine Art Polizist bist, schätze ich, ist es okay, wenn ich dir das Diagramm... Jetzt rächt sich endlich mein Mangel an technischem Know-how. Ich verstehe hier bloß Bahnhof. So gern ich dir helfen würde, aber Technik ist eines der wenigen Felder, in die ich noch nicht vorgedrungen bin. Tja, aber da kann uns jemand helfen. Rinder mit DSM. Bosco, wirf doch mal einen Blick darauf. Was soll das sein? Eine Todesdrohung? Besser. Es ist eine Bauanleitung für die neueste Bosco-Tech-Innovation. Mal sehen. Ein Sieb für... Genau. Klar, und kann was? Ich... Etwas für das Antennending da oben. Antenne? Verstehe. Kannst du dir mit einer Behelfsantenne behelfen? So, okay, jetzt noch ein bisschen Bosco-Tech-Innovation. Und da habt ihr ihn, den raffiniertesten Anti-Hypnose-Helm, den die Welt je gesehen hat. Jetzt wird alles gut. Oh, oh, die gute alte Piepenanzeige ist ja wieder mal fast auf... Ach, nimm schon. Halt einfach bloß diesen Brady-Culture auf. Der will mich fertig machen. Du bist die Schlagsahne auf dem Kuchen des Lebens. Den nächsten blechst du mir aber wieder. Ja. So. Jetzt auf zu Max. Ich komme, Max. Den setze ich lieber erst in Brady Cultures Heim auf. Mit dem altmodischen Modell lasse ich mich hier lieber... Ja gut, okay. Regel Nummer 3. Bei Begegnungen mit diabolischen Schurken, die über Hypnosestrahlen verfügen, trage man... Gib den Lagomorphen raus, Culture. Sam! Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Dieser Johann Sebastian hier hat irgendwie bloß einen Song drauf. Was ist das? Eine Wiederholung? Haben wir die Episode mit dem hypnotisierten Hund nicht eben erst gesehen? Na, wenn ihr sie noch mal sehen wollt. Ein weiterer Triumph für hundsgemeinen Einfallsreichtum und stinknormales Küchengeschirr. Dein Drops ist gelutscht, Culture. Hier kommt die Kavallerie! Du hast über die Linien des Gesetzes hinausgemalt, Brady Culture.
Wir sehen alles. Und diesmal werden schon wir... Schon wieder hypnotisiert. Ihr erinnert euch doch sicher noch an die Kommandos, die ich euch gelehrt habe. Also, meine dumpfbackigen Schergen, attackiert den Hund. Autsch. Attackiert Brady Culture. Nein, attackiert den Hund. Autsch. Attackiert euch selbst. Idioten, attackiert den Hund. Autsch. Da ist nur noch ein Trick hier anwenden, umgekehrte Psychologie und so. Werdet Brady Culture. Tut meinen teuflischen Willen. Verehrt die Videos. Was für ein Unsinn. Attackiert den Hund. Autsch. Verehrt mich. Nein, mich. Verehrt mich. Ihr seid meine Diener. Ich. Verehrt mich. Nein, mich. Verehrt mich. Um mich geht es hier. Attackiert mich. Nein, mich. Attackiert mich. Mich. Ja. Ups, was ich meine. Warte. Sehr schlau, Sam. Hast ihn aufsteigen lassen wie ein kleines Mädchen beim Gummitwist. Meine besten Taktiken habe ich in der ersten Klasse gelernt. Ich habe versucht, dir Winksprüche mit den Ohren zu schicken, aber du weißt ja, dass ich dauernd das K und das V verwechsle. Du machst mich fertig, Kleine. Wir sollten diese armen Trottel wieder dehypnotisieren und dann ab nach Hause. Lass mich das tun. Du weißt, wie sehr ich unnötige Gewalt liebe. Das war's dann wohl, Max. Ein weiterer Tritt in das bleiche Gesäß des Verbrechens. Dem Himmel sei Dank, dass dieses ganze hypnotische Gedankenkontrolle-Dings nicht weitergegangen ist. Hätte wirklich ärgerlich werden können. Toll in Ihrer Show zu sein, Myra. Ich bewundere Sie sehr. Aus irgendeinem Grund kann ich gar nicht aufhören, Sie anzusehen. You made me mess up. I can see you. Time out for number one. Von 2006. So, das war die erste Folge von ja, der Season 1, der ersten Staffel von Sam und Max. Ja, Hit the Road und so hieß es ja nicht, das hieß ja einfach nur Season 1. Und natürlich folgen die anderen Folgen auch noch, aber die muss ich erstmal durchspielen, um zu wissen, was ich da wie wo machen muss, damit ich nicht so rumeier, wie ich es jetzt doch ein bisschen getan habe. Aber alles nicht so schlimm, war ja doch ein relativ flüssiges Spiel. Ja, ich verabschiede mich und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich glaube, 6 sind es in der Staffel 1 in Summe. Die gab es auch alle übrigens für ein Apple und ein Ei bei Steam jetzt zu kaufen. Irgendwie alle 2
Seasons plus irgendwie im Theater des Todes und noch was obendrauf für in Summe, ich glaube, 7 Euro? Also Rabatt plus als Bundle nochmal Rabatt. Man hat die quasi hinterhergeschmissen bekommen. Wer Bock hat, die selber zu spielen, einfach mal bei Steam gucken. Lohnt sich auf jeden Fall und macht irre viel Spaß. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Sam und Max, das stets gewaltbereite Kaninchen und den irren Hund. Also, bis denn. Tschüss.